Hallo, hallo. Was herzlich zuhören. Du red Esther und das ist Avade Proste Jiddisch. A Podcast für alle, was lernen sich Jiddisch. Ich hab gehad a kleiner Hafsocke, an Überreis. Und ich bin zurück mit neue Meises, neue Gäste und neue Jiddisch für euch. Wo bin ich gewesen? Die Woche bin ich gegangen auf a Gassene. Zwei Freunde haben Gassene gehad in a schönem Rayon, a Porsche von Melbourne. Der Sonn hat gescheint und es ist gewesen gut zu sein auf a Simche. A trotzdem bin ich gewesen in der Heim, auf a Sach Sitzungen, in die Gassen, und in Lektions lernen Jiddisch. Und wo seid ihr gewesen? Schickt mir eine Rekordierung, ich will wissen. In dem Episode will ich reden ein bisschen wegen euch. Was heißt? Ich will reden wegen was ich weiß wegen euch, die Zuhörer. Und wir wollen hören eine prächtige Rekordierung von einem Gast, Tamara Mickner. Ihr seid great? Gut, lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Wenn ich bin gewesen, ein Kind, aufgewachsen dick, auf kostseelisch Land in Vancouver, Kanade, hab ich gehört an Englisch gesalzt und gepfeffert mit Jiddisch. Der Iker bei mein Bobe Reislen, Alava Scholem, und mein Seide Chaimen, Alava Scholem. Beide von sie sind geboren geworden in Dorem, Mairev, Polen, vor der Zweiter Weltmilchome, in die städtlich Bilgorei und Vladova. Dort hat man gered a polische Jiddisch, le Moschel, wus machste, anstatt was machst du, von wannen kimmste, anstatt von wannen kommst du, und a so weiter. Itzt, wie ein Jiddisch Reder, der kenn ich mehr und mehr Wörter und Ausdrücken von Jiddisch, was ich pfleg herren bei sie in der Heim. A paar Beispiele. Eider mir hom gegessen, es gesunder heit. Eider ich bin a reus von ser Heim, geh gesund und komm gesund. Und wenn mein Bobbe hat Feind gehad eppes, fe, oder a viele, fuja. Wenn ich bin gewen sehr a klein Kind und bin a rein in sehr Heim mit meine Älteren, pflegt mein Bobbe sorgen zu mir, schöner Kopf. Ich bin geworden a so zugewohnt, das zu hören, als ob ich bin rein in sein Heim und hat das nicht gehört, hab ich geguckt auf mein Bobbe und gewahrt, bis dem, wie sie hat ja gesagt, schöner Kopf. Für mir ist ein großer Masel, was ich hab gehört ein bisschen Jiddisch wie ein junger Mensch. Heutzutage, wie ein Lehrerke von Jiddisch, hab ich stark lieb Herren, die alle Ausdrücken und Wörter, was meine Talmidim gedenken von seren Sproches. Es ist mamisch am Echaie. Die Sprach lebt noch als in uns. Wa, takke gor schein. A dank sehr, Tamaren.
Hat ihr gehört Jiddisch in der Heim? Was redet er? Wenn ich bin gewein jung, pflegt die Mama sagen euch fe und fuja. Und ein paar Prosterwetter, wenn etwas hat nicht gearbeitet euch. Meine Studenten, was haben gehört Jiddisch von sehr Älteren, gedenken, als man hat geschrien auf sei, schäm sich und sei wohl. Aber die, was haben nur gehört Jiddisch von der Baba Seider, gedenken, schöner Ponym und Kätzle. Alle süße Wetter, als euch seinen Baba Seiders. Wer seid ihr? Der erste Episode von Proste Jiddisch ist herausgekommen im Mai. In Onheb habe ich nur gehabt ein paar Zuhörer. Aber die Zahl wächst und jetzt haben mehr wie 1000 Menschen sich zugehört zu einem Episode. Nun, nicht kein großer Macher bin ich, aber ich freue mich. Und ich wundere sich auf die aller Menschen. Von wann kommen sie? Wer seien sie? Ich hab gehört von Zuhörern durch dem Abschatzbeugen und durch Spotify, wo man kann entfernen auf Fragen und Enquetes. Und ich hab auch die alle Statistik wegen die Zuhörer. Is? Wer seid ihr? In welchem Land wohnt ihr? Kimmat a Hälfte von allen Zuhörern wohnen in die Vereinigten Staaten. Und 8% wohnen in die Vereinigten Meloches. Das heißt England, Wales, Schottland und Zoffen Irland. Und noch 8% in Deutschland. Wir haben euch sehr sacht Zuhörer in Frankreich, Australien, Eretz Yisroel und Kanada. Ich verinteressiere sich allemal zu sein, von wann die Zuhörer kommen. Es sind da Menschen, was hören sich zu meinem kleinen Podcastel in mehr wie 60 Ländern. Nicht nur in Schweden, Polen und durch Afrika, nur euch in Indonesien, Nepal und Palästina. Nicht zu glauben. Und was für ein Mensch hört sich zum Podcast? Gedei besser zu verstehen, hab ich gefragt durch Spotify, wie lang hast du sich gelernt Jiddisch? Die größte Zahl Zuhörer seinen Anhebers. Die, was haben sich gelernt Jiddisch weniger wie 3 Chedoshim. Beerech 35% haben sich schon gelernt Jiddisch zwischen 3 und 12 Chedoshim. Und es seien da auch Menschen, was lernen sich schon mehr wie ein Jahr. Das ist, versteht sich, nicht kein akkurater Forschung, aber es hilft mir zu verstehen ein bisschen wegen dem Eulam. Ich hab gehört von Zuhörern, was lernen sich Jiddisch in Jivo, in Universität und euch a Sach, was lernen sich allein in der Heim. Und wie alt seien die Zuhörer? Laut der Statistik haben Srov Zuhörer zwischen 23 und 34 Jahren. Kimmat 40% von euch seien in die Jahren. Nur 10% von die Zuhörer seien jünger war 22 Jahre, aber beerech 20% seien älter von 60 Jahren. Avade is men keinmal nicht zu alt, zu lernen sich a bissel mammelischen. Nu, was meint ihr? Seid ihr ein durchschnittlicher Zuhörer? Jünger oder älter von einem Durchschnitt?
Ich hoffe, das ist gewesen euch ein bisschen interessant und ich bin allemal neugierig zu hören von euch und lernen sich mehr wegen die Zuhörers. Und der Episode ist aus. Ein großen Dank, Tamaren, für eure schöne Rekordierung. Und ein kleiner Psura? Proste Jiddisch hat jetzt soziale Media. Ja, ihr könnt Sofkalsof abonnieren auf Facebook, X und Instagram und hören, was es tut sich mit dem Podcast. A großen Dank, Manin, für alle deine schwere Arbeit mit den sozialen Medien. Bis wir treffen sich wieder. Seid gesund und stark.